Hallihallo. Die Jungs haben sich heute Pizzateig gewünscht. Und heute habe ich sogar Assistenten. Die haben mir gerade die Kamera angemacht. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. So, beim Pizzateig. Wieso ich dir euch vorstelle, es ist also einfach unser Grundhefe-Rezept, mit dem wir verschiedenste Sachen machen. Wir haben damit schon Käsebrötchen gemacht für Ausflüge. Die Partysonne machen wir auch mal ganz gerne. Haben wir aber auch schon lange nicht mehr wieder gemacht. Könnten wir nächste Woche mal wieder machen. Die mit den Streuseln obendrauf. Wisst ihr, wo wir die Brötchen so zusammentun wie eine Sonne und dann die Streusel obendrauf? Papa mag das doch so gerne. Also, es wird Zeit. Wir machen das mal nächste Woche. Genau, die Partysonne ist auch wirklich ganz, ganz super. Genau, und jetzt möchte ich euch das einfach einmal vorstellen. Und ich habe schon in einem anderen Video erwähnt, dass mein Projekt eins in diesem Jahr ist, dass wir uns wirklich zu frisch gemahlenen Vollkorn hin entwickeln. Das hat gesundheitlich ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Von den Mineralstoffen, von den B-Vitaminen, von der Verträglichkeit des Getreides an sich. Das Video verlinke ich unten. Genau. Jetzt möchte ich meine Familie aber so Stück für Stück daran bringen, damit das kein großes Thema wird. Das hatte ich ja beim Zucker auch gemacht, dass ich immer einfach Stück für Stück immer auf Zucker verzichtet habe, sodass nie eine Frage hochkam. Und ich habe jetzt schon gerade was frisch gemahlen im Thermi und werde jetzt, ich glaube, Hälfte, Hälfte machen. Ich denke, das wird gut klappen. Dass der Geschmack nicht ganz groß unterschiedlich ist. Falls du das auch mal machen möchtest, vielleicht kann man ja auch mit ein Drittel, zwei Drittel starten. So, und für das Grundrezept brauchen wir jetzt aber erstmal 300 Gramm Wasser. Das muss schon immer mit der Waage hier abmessen. Ist gar nicht nur wegen dem Video, sondern mein Thermi kann das gar nicht mehr, mein Uralt-Thermi. Aber die Qualität ist ja wirklich klasse, ne? Ich meine, der ist so uralt. Und bis auf das ist der echt top noch. So. 300 Milliliter Wasser. So, dann Hefe. Brauchst du den Teig schnell, dass der aufgeht? Empfehle ich dir, den einfach nochmal irgendwie für 2 Minuten auf 37 Grad zu stellen. Einfach irgendwie die Umrührfunktion. Dann verteilt sich das schon gut. Wir haben jetzt, ich glaube, noch bestimmt so 2 Stunden Zeit, bis wir den Teig verarbeiten werden. Deswegen kommt da erstmal alles drauf. Du kennst mich, ich mag es immer leicht und einfach. Und es klappt trotzdem. Auch bei diesem Rezept braucht man keinen Zucker. Also wenn man wirklich mit Getreidemehlen arbeitet, dann braucht man diese Zuckerfunktion nicht. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon jahrelang gemacht, das klappt. So, dann brauchen wir, nee, bevor ich glaube ich beim Mehl bin, das meist das Letzte, was ich reintue, kommt noch in dieses Rezept. Ein Teelöffel Salz. Bei Pizza mache ich gerne sogar manchmal ein bisschen weniger, bei Käsebrötchen oder Brötchen nicht, sondern einfach durch die Tomatensoße und den ganzen und den Käse, finde ich, ist das dann schon irgendwie salzig genug. So, und dann kommen da 2 Esslöffel Öl rein, Olivenöl oder ein Rapskernöl, was du zu Hause hast. So. Und dann das Mehl. Wie gesagt, ich habe jetzt 250 Gramm, insgesamt 500 Gramm. Und ich habe jetzt 250 Gramm frisch gemahlenes Mehl. So sieht das aus, sieht echt gut aus. So. Oh. Jetzt bin ich gerade. Jetzt sagt die Waage was anderes. Ah nein, alles okay. Ich habe sie ja von Anfang an auf Null gestellt und jetzt kam ja jetzt schon das Wasser rein und der Rest. Ja, dann passt das schon. Genau. Ich hatte es ja abgemessen. Ich bin durcheinander, weil jetzt auf 570 auf der Waage steht und ich ja eigentlich nur 500 Gramm Mehl haben möchte. Aber das passt ja. Ich habe ja 300 Gramm Wasser reingemacht. Ich habe nur was anderes reingemacht. Das waren 250. Also. Ganz durcheinander in diesem Video. So, das ist wahrscheinlich so, wenn ich hier mal richtige Menschen zum Zuschauen habe, direkt vor mir und nicht nur vor der Kamera. Ich werde hier ganz gemustert von meinen Jungs, besonders von einem. Macht mich schon ein bisschen nervös. So, also, was jetzt noch fehlt ist, wie gesagt, wir machen jetzt zum Start Hälfte, Hälfte. Kommt noch 250 Gramm von dem bekannten Mehl. Und dann werde ich das halt jetzt, wenn das gut ankommt, Stück für Stück halt anpassen, wenn ich, bis ich irgendwann mal bei den 100% bin. So. Ja, das kommt jetzt einfach, ja, auf die Station drauf und wird jetzt einfach mit der Knetfunktion einfach geknetet, bis der Teig fertig ist. Und ich kann das Ergebnis gleich auch mal zeigen. Was ich an diesem Teig nämlich so cool finde, ist, es löst sich total super. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bis gleich. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du das Video einmal unterstützt mit einem Daumen hoch und mit einem Kommentar drunter. Ja, damit es einfach viel mehr Leute sehen. Mein persönlicher Assistent hat wieder die Kamera betreut. Dankeschön. Ja. Und das ist das Ergebnis.
Also wie gesagt, ich finde, der löst sich so super. Also das Rezept ist echt klasse. So, was kommt denn bei euch auf die Pizza drauf? Gerne einen Kommentar unten. Jungs, was kommt bei uns heute auf die Pizza drauf? Ah, ich würde sagen, die Klassiker. Ich selbst stehe auch noch auf Rucola mit Kirschtomaten und Oliven oder Schrimps mit Spinat. Aber gut, die Kids wollen den Klassiker. Das kann jetzt einfach stehen. Wie gesagt, wenn du das vorher schon erwärmt hast, reicht manchmal eine halbe Stunde mit einem feuchten Tuch drüber und steht jetzt ein bisschen länger. Was auch gut ist, wenn du mal morgens hast, wenn du unterwegs bist mit Arbeiten und alles vollen Programm, dann kann man auch wirklich das morgens gut machen, in den Kühlschrank stellen und dann abends rausholen. Oh, der Herd piept. Genau. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Einen schönen Tag dir noch und bis zum nächsten Video. Mua. Tschüss!